glaube, das war erst der Anfang. Wow. Hallo und willkommen. Und nicht schon wieder der Typ. Wir kennen uns doch nicht, oder? Mach nichts. Doch. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Aha. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Siehst du, Blaze? Ich habe nur die Story vor uns. Nein, das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Ja. Nun, blicken wir nach vorn, sagen Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Ja, dann schon. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Denn Sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn Sie zu zweit sind, vollenden Sie die Geschichte wie ein Einziger, wenn Sie so wollen. Wie im Leben, Ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte, doch von hier an liegt das Ende in Ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist: Nur dir selbst allein sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was Sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen. Ich mach den Typ weg. Das ist der einzige Typ, den ich in der gesamten Story mag. Schon wieder Pause. Blaze? Mann, ich hasse meinen Wurstfinger. Da habe ich es alle umgebracht. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenkommt. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott.
Am PC auf die Ökonomie der Entscheidung tue ich dann bleiben. Hab ich gesehen. Mach jetzt. Kann ich nochmal respawnen? Nee, dann hat er gesagt, was gewillt ist, es wäre ein Altro gewesen. Ah ja. Aber wenigstens ist das, wenigstens ist das Mädchen weg, wa? Wenigstens das. Der Typ lebt noch! Der Typ lebt noch! Das ist der, der vom Dach gefallen ist. Das ist einer, nee. Der... Oder nicht? Nee. Ach wow, Lappen. Na toll. Hey, noch 20 Jahre alt. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Du bist Daniel. Ich bin der, der im Busch liegt. Oder was? Und dann schon. Warum bin ich der, der im Wald ist, Mann? Fuck! Wo ist mein Handy? Alles gut? Sieht übel aus. Alles gut. Langsam, hetz dich nicht. Jetzt sei keine lahme Oma und hilf mir hoch. Wer ist hier die lahme Oma? Was ist passiert? Keine Ahnung, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Langsam. Atmen. Du hast einen Schock. You seem calm. Where are we? Du wirkst so ruhig. Nicht mein erster Unfall, Daniel. Hast du jemand von den anderen gesehen? Oder unseren tollen Professor? Blair ist noch da. Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? John, gut, du lebst. Daniel? Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut, ich komm schon zurecht. Hey, John, wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Ja, ist klar, der Fahrer ist verschwunden. Schaff das hoch zu uns. Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Huiuiui. Sieht schlimm aus. Hoffe, Taylor geht's gut. Taylor kommt schon zurecht. Die kann sich immer aus allem herauswinden. Ich weiß, Taylor kann schwierig, egoistisch, streitsüchtig und engstirnig sein. Aber davon abgesehen ist sie echt super. Hör auf damit! Taylor hat dir nichts getan. Ich glaube, nach all dem hier verklag ich das College. Wofür? Einen blöden Abend? Das College ist für unsere Sicherheit verantwortlich. Ein Albtraum an Schlampigkeit. Wir hatten mitten im Nichts einen Unfall. Und der Feigling John ist unsere einzige Hoffnung. Aber erstmal müssen wir hier rauskommen.
Nee, jetzt muss ich da mit der langlaufen. Männer eigentlich immer das Sagen haben. Ich komme allein zurecht. Danke. Kommst du? Blaze, ich muss in den Wald reingehen. Was musst du gerade machen? Beim Auto warten. Was habe ich jetzt gedrückt? Was ist denn das in die Lustung? Hast du jetzt Pause gedrückt oder ich? Nee, du. Achso, ja gut. Also du musst jetzt auf ganz entspannt einfach da nichts tun. Oder wie? Du bist besser. Ja. Ich hab Wasser immer gehasst, schon als Kind. Toll, ich muss durch den Wald laufen. Und nimmer durch. Wir wären fast in einem Bus krepiert. Und du? Hast Angst, nass zu werden? Das verstehst du nicht. Diese Sachen kosten ein Vermögen. Ist doch nichts dabei. Besser ist es. Ach, Junge, Wald abgedrückt. Laufen. Na komm, ist ganz leicht. Oh Gott, ich hasse es. Super, mach weiter. Fast da. Oh. Oh. Wünschte, es wäre vorbei. Oh. Oh. Du kannst also doch ein Gentleman sein. Danke. Jetzt muss ich halt doch weiterlaufen. Ich habe gedacht, sie ist vorbei. Was ist es? Verstehe ich nicht. Was genau findest du nur an dem Mädchen? Keine Ahnung, welches Mädchen du meinst. Offensichtlicher geht's doch nicht. Wann redest du endlich mit Taylor? Du klingst wie meine Mutter. Was genau soll das heißen? Gar nichts. Ja, besser so. Puh, noch entschärft die Situation, bevor sie ausrastet. Du verteidigst Taylor nur, weil du Interesse an ihr hast. Komm schon. Der Pfeiler muss an einer Straße sein. Vermutlich die in die Stadt. Oh. Noch mehr tolle Ideen, du Hengst? Wir warten. Sie sind sicher bald hier. Warum dauert das so lange? Sie mussten ja keinen Drecksfluss durchwarten, um herzukommen. Schön, euch beide zu sehen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Du siehst jetzt meine Story auch wieder, wa? Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, 1, los! Na, was sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Jetzt sind wir alle wieder zusammen. Passt. Ja, also, alle vereint. Auf in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Na, Little Hope natürlich. Na, also. Das klingt ja einladend. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Who is deciding? Was nimmst du? Was Schlimmes passiert. Oh. Vor langer Zeit. Und du willst uns davon erzählen? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Ich laufe mich gerade erst warm. Willst du noch mehr? Ja. Hier ist kein Stadtfleisch. Ihr nervt, merkt ihr selber, oder? Deine Tussi ist super anstrengend, Daniel. Setzen.
alles noch im Bereich. Du kannst ja wieder entschärfen. Darauf muss ich ja wohl nicht antworten. Oh. Schluss jetzt. Deine Streitsucht braucht hier wirklich keiner. Das geht dich überhaupt nichts an. Guck mal. Du hast recht, tut mir leid. Es geht mich echt nichts an. Wir verlieren wertvolle Zeit hier. Können wir bitte einfach weitergehen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen mir doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Okay. Ich glaube immer noch, das Schlaueste wäre, wir blieben zusammen. Du wirst noch froh sein, dass wir das nicht gemacht haben, wenn wir dich mit unserem Taxi retten. Hey, trenn dich. Und das war's. Ja, nun sind wir hier. Und das war's. Gut gemacht, Blaise. Verlaufen? Nein. Wir sind zurück. Was ist hier los? Irgendjemand Blaise. Will uns wohl verarschen. Schau an, erst verliert er sein Gesicht, dann die Orientierung. Was meinst du damit? Dass du verrückt bist. Unmöglich. Hey, ich weiß nicht, was du uns beweisen willst, aber wir haben Besseres zu tun. Daniel! Hey, Vorsicht! Pass auf! Lass den Scheiß und sag mir, was hier abgeht! Wir gehen jetzt zusammen. Langsam wird es echt lächerlich. Vergib mir. Was? Ich bin doch weggelaufen! Ich flippe aus! Wir sitzen fest! Ich verstehe das nicht! Sie hat recht. Wir sind echt von euch weggelaufen. Wieso sind wir dann wieder hier? Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, okay, ich komme. Blaise, ich habe so Angst, Digga. Ich hab so Angst. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Das geht jetzt noch ein paar Mal hin und her und irgendwann kommt was. Wette ich mit dir. Mit Ansage. Na, glaubt ihr mir jetzt? Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Machen wir jetzt? Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich habe auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Blaise entscheidet. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Oh, Junge. Ich verstehe es nicht. Du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Ist okay. Wir schaffen das. Zusammen finden wir hier raus. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg. Und zwar nicht klar denken. Warum? Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Danke. Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt, also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so.
Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Blaise? Blaise? Hörst du mich? Ja. Kannst du laufen? Ich bin die Frau. Ich bin auch eine Frau. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Du bist nur eine Frau. Ich bin die hier. Ich habe davon gehört, dass das Hirn noch eine Weile weiterlebt nach... Ich weiß. Naja. Dem Tod. Vergiss es. Das war sicher nur dummes Zeug. Ey, Blaze, Digga, dieses Spiel macht mich fertig. Ist das klar? Lass uns mal die Sachen jetzt mal anschauen. Und eine Ja. Katze. Nee. Ich geh da nicht hin. Ich geh nicht zu der Katze. Ich geh nicht zur Katze. Ich geh nicht. Nee. Achso, dann sehen Sie die Katze. Ich geh nicht zu der Katze. Kannst knicken. Geil, ich geh hinter einem Abstand hinter dir. Ich geh nicht zu der Katze. Ich wette, das ist ein Fehler. Jetzt rennt Blaze in den Wald. Ist noch was? Blaze, bist du wahnsinnig? Wohin willst du jetzt? Den kannst du noch was anschauen. Wir suchen einen Priest. Warte, will ich mir auch noch angucken. Ein lila Brief. Achso. Oh mein Gott. Was? Ne. Guck mir den nicht an. Has found the deadly pick. Was stand da gerade? Das ist meine Illusion, Blaz. Ich hab gesehen, jemand einen Revolver in die Hand nimmt. Hast du auch gesehen, wer? Nee. Achso. Das ist aber auch nur, ob die gut oder schlecht war. Wahrscheinlich schlecht, oder nicht? Ne, warte mal, hast du gesehen, wie jemand anderes totgeschossen hat? Nee. Nee, nur mit der Waffe hat. Achso, ne, dann weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht war. Ey, Blaze, Digga, ich bin so fertig. So, wo wollen wir hin? Nach vorne. Davon da sind wir gekommen. Ich glaube, die Katze zeigt uns, wenn die irgendwo erscheint, uns ein Bild. Sind wir nicht von da eben gekommen? Ja, also ich hätte auch zurückgelaufen, Blaze. Blaze, Junge. Da ist ein Haus links. Wetten, das ist ein Mörderhaus? Dann schauen wir doch nochmal. Ich will nicht Haus gehen. Die Kamera sieht hey, so. Hey, wo bleibst du denn? Komisch. Ich weiß nicht, ob das. Ja. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Bitte nicht ich, der Typ. Bitte nicht ich. Angela hat uns durchschaut. Das merkt man. Müssen wir das jetzt ausdiskutieren? Da redet jemand. Haben wir heute nicht andere größere Probleme als das? Hoffentlich gibt's hier ein Telefon. Wir sind gerade alle ein wenig reizbar. Bitte nicht aufeinander losgehen, ja? Was ist? Dieses Wappen kommt mir bekannt vor. Like where? Yeah. Na, das ist wahrscheinlich. Ja, nehmen wir das. Von wo? Nichts Besonderes. Don't think too hard. Are you alright? Ich bin noch nicht ganz bereit für diesen Schritt. Alles gut? Du bist blass. Das gibt mir zu denken. Kann ich irgendwas tun, um dir zu zeigen, dass ich der Richtige bin? Ja, weiß auch nicht. Fühle mich etwas wackelig. Vielleicht erinnerst du dich deshalb nicht. Es wird dir sicher wieder einfallen.
Stehen wir hier nur rum oder gehen wir rein? Blaze, ich bin so fertig. Schon wieder so eine komische Kamerasicht. Meine Fresse! Warum? Was? Und da drin ist ein Typ. Da drin ist ein Typ. Nächsten Folgen Little Hope in 4 Wochen. Junge. Da drin ist ein Typ. Klar ist da drin ein Typ. Hallo. Ey, ich kriege einen zu viel. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, ja, das kenne ich. Sie hängen auch hier fest? Dass wir hier so einfach reinplatzen. Oh, unser Bus hatte etwas die Straße runter, einen kleinen Unfall. Wir sind noch etwas durcheinander. Wir sind ziemlich durcheinander. Sieht so aus. Sei doch nicht so. Ich bin Vince. Ich brauche einen Spiegel. Möglichst einen ohne 20-jährige Schmutz. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Falls du doch Durst kriegst. Not for me. I could use one. Ach egal. Das kommt gerade recht. Scheiß drauf. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Das geht schon. Ich hab sonst nichts mehr. Noch Versuch hier? Little Hope ist nicht mehr, was es mal war. What happened here? What are you doing in here? Den letzten jetzt aufs Bullseye. Was ist hier los? Der Ort sieht total verlassen aus. Little Hope wirkt fast wie eine Geisterstadt. Mhm. Und der Nebel? Alles ändert sich. Auch wenn wir uns nicht ändern. What are you staying here? There's a phone in there. Was hältst du? Ja, a phone. Warum sind Sie noch hier? Ja, wenn dieser Ort so ausgestorben ist. Was tun Sie dann hier? Ich komme und gehe. Wie es halt so ist. Jedenfalls kann ich nichts tun. Was hat er für ein Problem? Er ist irgendwie seltsam. Er macht nichts, hat bloß zu viel Intus. Sehen wir uns um. Ach, irgendwas gibt's hier bestimmt, das uns hilft. Schaut, was ihr findet. Und es heißt, oh, vielleicht hatte Taylor. Ja, dann machen wir hier, Blaze, kannst du gerade auf? Ich denke nicht, dass du dumm bist. Im Gegenteil. Danke, Daniel. Jetzt muss ich meinen Kopf bewegen. Sehen wir nach, was los ist. Lebt in seiner eigenen Welt. Eine alte Dartscheibe. Ich war früher mal ziemlich. Jetzt gut. Passiert was Schlimmes, Blaze. Der wirft gleich einen Fire Safe in die. Naturtalent. Werd ich mit dir. Spiel ruhig, schon gut. Ich hab auch so ein Ding auf dem Pfeiler. So. Na, mach mal kurz Pause, so wie du es machst. So, dann würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal Pause hier. Machen dann nächste Folge direkt an der Stelle weiter. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Checkt gerne die Links in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.